Du musst stark sein, hä? Was ein Schwächling, ey. Genau. Formen, in denen ich Sexismus im Alltag sehr oft erlebe, ist, wenn du in einem Fußballstadion sitzt und komisch angeguckt wirst, weil du da als Frau drinne sitzt, oder wenn du als Junge durch die Stadt läufst und einen Rock trägst. Wenn ich mich melde und ein Junge sich meldet, wird der Junge drangenommen in Fächern wie zum Beispiel Mathe oder Physik, weil der Lehrer der Meinung ist, dass nur Jungs diese Fächer beherrschen. Junge, mach doch keine Frauenliegestütz. Was ein Schwächling. Genau. Ich wünsche mir, dass jede Sexualität gleichberechtigt ist, also gleich behandelt wird und das nicht sozusagen als Beleidigung oder als Schimpfwort angewendet wird. Es gibt einen Jungen, der trägt einen pinken Pulli mit unserem Schullogo. Und dann habe ich halt gehört, wie einer meiner Kurs- oder Klassenkameraden ihm so hinterm Rücken gesagt hat, als er weg war, guck mal, der sieht ziemlich schwul aus. Und dann bin ich wirklich zu denen hingegangen und meinte, diese Kleidung hat nichts mit seiner Sexualität zu tun. Er kann auch hetero sein und Pink tragen. Pink ist nur eine Farbe und beschränkt sich nicht auf die Sexualität oder auf ein bestimmtes Geschlecht. Hey, weißt du, ob der Bus schon abgefahren ist? Ich warte hier auf einen Freund, keine Ahnung. Okay. Hey, um ehrlich zu sein, was trägst du da eigentlich? Mädchen in deinem Alter sollten eher mal schön kurzen Rock tragen, ja. Entschuldigung? Oder wenn du schon so eine Hose tragen möchtest, dann auch schön kurz, ja. Männer müssen ja auch mal was sehen bei dir. Den einen Tag war es ziemlich warm, ich hatte Shorts an. Und dann meinten ein paar Jungs, dass sie mir Sprüche hinterherrufen müssten, wie hast du Bock? Und ich habe sie einfach ignoriert und einer von denen ist mir dann halt auch bis zu dem Geschäft, wo ich dann am Ende reingegangen bin, hinterhergelaufen. Und das fand ich halt ziemlich grenzenüberschreitend, weil ich meine, man hatte halt immer dieses Gefühl im Rücken, dass dich irgendwer anguckt oder anstarrt. Und ich habe mich sehr unwohl halt in der Situation gefühlt. Was trägst du eigentlich? Ernsthaft? Mädchen wie du sollten schön kurzen Rock tragen, ja? Halt doch die Fresse, Mann! Hey, lass sie doch! Lass sie doch tragen, was sie will! Was willst du denn jetzt? Komm, Mann, das ist mir zu blöd. Es ist halt einfach falsch zu sagen, ja, Kochen ist was für Frauen und die gehören ja auch in die Küche. Ich meine, Frauen gehören nicht in die Küche. Man könnte eigentlich genauso gut sagen, ja, Männer können doch auch kochen, also... Ja, ich fühle mich halt einfach blöd dabei so. Tatsächlich halt, weil es in dieser Situation auch mein Lehrer war, habe ich mir halt einfach nur meinen Teil so gedacht, weil da wieder dieses Machtverhältnis besteht. Da kann man dann nicht sagen, ja, ihre Meinung dazu finde ich einfach nur scheiße, das ist frauenfeindlich. Ja. Ich verstehe deine Aufgabe hier in dem Buch nicht. Zeig mal. Ich verstehe das hier nicht ganz, was man da genau machen soll. Ja, du musst dir das nochmal genau durchlesen und dann wirst du das auch verstehen. Okay. Willst du ihm das nicht mal sagen? Ich meine, der Typ sitzt mit seinem Arsch so halb auf deinem Arbeitsblatt drauf. Ist es denn okay für dich, dass er immer so nah bei dir sitzt? Nein, eher nicht, aber was soll ich denn machen? Okay, wenn du meinst. Wenn man selbst in keinem guten mentalen Zustand ist und man weiß, wenn ich etwas dazu sage, habe ich noch mehr Stress und noch mehr Druck. In solchen Situationen ist es besser, vielleicht nichts zu sagen und erstmal dafür zu sorgen, dass es einem selbst wieder besser geht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen geht es einem gut und da sagt man, ich ertrage das, mit diesem Lehrer darüber
zu diskutieren oder den Lehrer darauf aufmerksam zu machen und auch mit den Konsequenzen klarzukommen. Möchtest du ihn nicht irgendwann mal darauf ansprechen? Der Typ sitzt mit seinem Arsch so halb auf deinem Arbeitsblatt. Ja, aber was ist, wenn er mir dann eine schlechte Note gibt? Ist doch egal, solange es dir gut hier geht. Okay. Jeder hat das Recht, sich in seinem Körper wohlzufühlen und auch sich, wie er angesprochen werden möchte, so wohlzufühlen. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich möchte lieber eher Ihm-Pronomen benutzen, aber sind haben biologisch einen weiblichen Körper. Genauso wie es sein kann, dass jemand auf die Welt kommt, der auch in einem weiblichen Körper geboren wurde, aber sagt, ich fühle mich in diesem Körper nicht wohl und ich würde mich wohler fühlen, wenn ich in einem männlichen Körper wäre. Ich finde, man sollte zu allen Menschen gleich freundlich sein, außer wenn sie natürlich direkt zu dir ankommen und nicht freundlich zu dir sind. Und ich finde, man sollte eigentlich jeden gleich behandeln und eigentlich immer versuchen, fair zu sein. Wir wünschen uns eine Welt, in der sich alle wohlfühlen dürfen. Eine offene und tolerante Gesellschaft, die dich nicht nach deinem Körper beurteilt, die Vielfalt schätzt und weniger nach Äußerlichkeiten bewertet. Wir wünschen uns, dass niemand diskriminiert wird. Nicht wegen seiner Geschlechtsidentität und auch nicht wegen seiner sexuellen Orientierung. Habe ich jetzt gerade die beste Szene verbraucht?